So, da sind wir dabei. Silent Hill Downpour. Ja, ich habe euch ein bisschen auf die Folter gespannt beim letzten Mal. Ne? Ist es jetzt das richtige Gebäude? Ist es dieser Radiosender? Oder sind wir völlig falsch? Wir schauen mal. Wir haben uns beim letzten Mal unsere Bewährungsunterlagen an der Tür hier gefunden. Und mal ganz kurz, das ist das hier, genau. Hiermit lesen wir uns das nochmal ganz kurz durch. Bewährungsausschuss an Glenn Milton, genau, Murphy Pendleton, das sind wir. Hiermit wird die Genehmigung für das Inkrafttreten der Bewährung für den Häftling Murphy Pendleton 273A erteilt, geltend ab dem 26. Juli. Herr Pendleton erfüllt alle Qualifikationen für eine vorzeitige Entlassung und ist in jeder Hinsicht ein vorbildlicher Häftling. Er ist bereit und imstande, den Übergang von Häftling zu Bürger zu meistern. Des Weiteren stellt er unserer Meinung nach keine körperliche Bedrohung oder Gefahr für die Allgemeinheit dar, da auch seine Straftat nicht gewalttätiger Natur war. Bei Fragen oder Problemen, bitte kontaktieren Sie unser Büro. Hochachtungsvoll. Judith Zaragoza, Vorsitzende des Bewährungsausschusses. Okay. Oh, warte mal, wo sind wir denn hier gelandet? Dude, wait, what? Ah, doch, wir sind richtig. Schaut's mal an. Wir sind richtig. Und zwar, wir haben hier Parking Area Office, Office, Restaurant auf dem 8. Stock, Museum auf dem 12. Stock und auf dem 18. Stock ist die Radiostation. Ist das die Karte? Hoffentlich. Jawohl, das ist die Karte. Centennial Building. Das Centennial Building. Okay, von mir aus. Oh, wir haben es gefunden. Ich bin begeistert, dass ich das richtige Gebäude gefunden habe. Ich meine, er hat gesagt, es war zentral und das Gebäude ist Centennial. Es war relativ eindeutig, aber ich war mir trotzdem nicht so ganz sicher. Aber doch, das war auf jeden Fall das Richtige. Gut, dann wollen wir mal gucken. Es ist also nicht nur die Radiostation hier drinnen, sondern auch ein Restaurant, Museum, was zum Teufel. Das ist ja ein riesen, riesen Gebäude hier. Ich glaube, wir werden hier einige Zeit verbringen wahrscheinlich. Ja. No IP for me. Und wir starten komplett unten, ja, in der Garage. Wir sind also auf dem untersten Stockwerk, das überhaupt geht. Okay. Da hinten steht ein offenes Auto rum. Ask Security Guard to open. Leider ist hier kein Security Guard, wie man sieht. Ich bin relativ alleine hier. Ich bin immer noch kein Wrestler. Jesus Christ, ich bin auch kein mexikanischer Luchador oder so. Ich brauche keinen Stuhl. Ich mache auch keinen verdammten Moonsault darunter oder so. Oh, was war das hier? Okay, das war nur der Stuhl. Mist. Oh, hey. Oh, hey. Soll ich vielleicht so ausdrücken? Oh, shit. Heilige Scheiße. Oh mein Gott! Schick die Olle ab, Mann! Oh Mann! Oh shit, wie die einfach mal von hinten kam, ohne verdammte Vorwarnung! Ich muss ja, ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt, ja. Ein klein bisschen, das kam unerwartet. Ja, jetzt aber. Alles die Klappe, Mann. Schweigen ist Gold, ja. Ohne Scheiß. Halt die Schnauze. Jetzt ist da irgendwas interessant. Ja, super. Es hat nicht mehr was gebracht. Es hat nur einen Panikmoment getriggert, sozusagen. Wer pfeift hier? Was war das denn bitte? Ich würde mal ganz kurz einen Bandskasten nehmen. Die letzten Kämpfe haben mich dann doch ein bisschen mitgenommen. Die haben mich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr geheilt, soweit ich weiß. Aus dem Grund ist es schon in Ordnung. Wer pfeift hier, Mann? What? Ah, so ein Grafikfehler über seinem Kopf. Ich dachte gerade, was ist jetzt los? Löst sich die Tür auf? Hallo? Oh, Hundi! Komm schon, wir müssen den Hund retten. Ah, der erstickt da drin. Oh, hey, da liegt was. Moment. Hundi, du musst kurz warten, ich muss lesen. Was haben wir denn hier?
Captain Brian Handley, Direktor Glenn Milton, interne Untersuchung. Wie kürzlich besprochen, hat meine Abteilung eine intensive interne Überprüfung der Gefängnispersonalbelegschaft begonnen. Was wichtige Entwicklungen zum jetzigen Zeitpunkt angeht, richten wir unsere Aufmerksamkeit besonders auf die Aktivitäten sowohl in der Vergangenheit als auch Gegenwart des Wärters George Sewell. Den haben wir gerade in der Zwischensequenz. Ne, Moment. Bei der letzten Folge am Ende kam diese Zwischensequenz mit George Sewell. Laut Augenzeugenbericht des Wärters Frank Colbridge war Wärter Sewell in eine Anzahl illegaler Aktivitäten verwickelt. Allerdings liegen uns außer dem Augenzeugenbericht von Wärter Colbridge bisher keine weiteren Beweise hinsichtlich Sewells angeblichen Vergehen vor und unsere Untersuchungen werden fortgesetzt. Ich erstatte Ihnen unverzüglich über neue Erkenntnisse Bericht. Hochachtungsvoll, Captain Brian Handley. Okay. Sorry, ich kann dir da irgendwie nicht raushelfen. Es geht einfach nicht. Außerdem wirst du mir wahrscheinlich die Eier abreißen, wenn ich die rauslasse. Also lasse ich die lieber drin. So leid es mir tut. Oh, ein neues Stahlrohr. Ja, neu ist immer besser. Vor allem, wenn es um Stahlrohre geht, mit denen ich Schädel zerschmettern muss. Ernsthaft, Leute, wenn ich wirklich einen schönen Schädelschlag machen will, dann brauche ich ein neues Stahlrohr. Können wir das denn hier anbringen? okay. Muss ich hier irgendwas fluten, oder wie? Gute Frage. Hier ist nichts von Interesse für uns. Ich muss einfach gucken, ob ich da vielleicht reinkomme. Verdammt! Oh, aufschließen. Warum steht da aufschließen, wenn ich nicht aufschließen kann? Ah, alles zu hier. Hier irgendwas Interessantes noch vielleicht in der Ecke? Nicht so wirklich. Und wohin du das Rohr stecken sollst, hast du auch keine Ahnung. Oh. Komm schon, tu es! Okay. Oh Gott, das war das Leuchten gerade eben. Scheiße, ich muss mich erst mal gewöhnen, dass jetzt die Umgebung irgendwie ein bisschen leuchtet immer mal wieder. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, also so arg fiesig ist davon auch nicht klar. Okay, die Gegenstände mit dem Prügelkern, die werden jetzt angezeigt. Es ist in einem Kampf vielleicht auch gar nicht so schlecht. Hey, Hundi. Ich kann hier aber... Oh, warte. Kann ich versuchen, den Kofferraum zu öffnen? Oh ja. Ah, perfekt. UV-Licht. Eine UV-Taschenlampe, Junge. So, dann zeig mir mal dein Gesicht. Hast du da weiße Flecken dran oder was falsch bei dir? Aha. Und schon wird's interessanter. Was ist das denn? Habe ich dieses Tor hier total übersehen, als ich reingegangen bin? Moment, wo kommen diese Spuren her? Das will ich jetzt erstmal ganz kurz überprüfen, bevor ich da reingehe dazu. Oh, hier ist ein Haufen Blut, wie es aussieht. Shit, okay. Da ist ein Haufen Blut. Das finde ich interessant, dass es hier UV-Licht gibt. Das heißt, UV-Licht... Sehen die Gegner das dann so arg wie das? Vielleicht ist es auch ein Vorteil dann gegenüber den Gegnern im Prinzip, wenn wir... Oh, shit, Mann. Betrete das Gebäude über den Serviceaufzug. Ja, okay. Können wir hier vielleicht irgendwas anstellen mit diesem... vielleicht kann er ja jetzt... Oder hat er jetzt vielleicht eine Idee, was ich mit dem Ding hier anstellen kann? Ah ja. Ach, wir pumpen es ab. Alles klar. Ja, dann hau mal rein. Hau mal rein. Jetzt müsste er funktionieren. Bingo. Es klappt sogar. Ich bin begeistert. Oh ja, hier, schau mal an. Da kommen auch Fußabdrücke rein. Ja. Sehr, sehr gut. Okay.
Muss mal gucken, wie sich dieses UV-Licht in Dunkelheit verhält, ob das auch wirklich hell macht oder ob das einfach irgendwie. Ja, ob ich damit überhaupt gut sehe dann hier. Ich bin mal gespannt, wie sie es hier umgesetzt haben. Oh! Holy crap. Wer hat dich denn aus seinem Rollstuhl gekickt? Sicherheitskarte. Awesome! Good word. Oh shit, das Wasser steigt! What the fuck? Wieso steigt das Wasser wieder? Okay. Alles klar, ich verziehe mich. Okay, nimm die Sicherheitskarte. Rein da. Türe schließen. Brauchst du nicht. Gegner sind auf einmal weg. Okay. Von mir aus. Solange sie nicht hier reinkommen, ist alles in Ordnung. Awesome. Was war das denn? Okay. Ach komm, sei ruhig. Das kann ich ja gar nicht brauchen, wenn ich jetzt versuche, hier einigermaßen runterzukommen. Mich zu konzentrieren, was ich jetzt als nächstes mache. Stuhl. Nein, danke. Komme ich denn hier hin? Ey, muss ja irgendwas sein, wenn das hier irgendwie so Chief Office ist. Oh, Verbandskasten immerhin. Da haben die hier keinen Waffenschrank oder so, Leute? Habt ihr keinen Waffenschrank? Warum habt ihr keinen Waffenschrank? Ihr seid doch Freaks. Ich meine, ja, okay, ihr passt nur im Prinzip auf irgendeine Garage auf, aber trotzdem. Okay. Nein. Das lassen wir lieber mal. Ich gehe hier durch und renne dann direkt zum Lastenaufzug. In der Hoffnung, dass die Gegner nicht da durchlassen. Dass, wenn sie da sind, dass ich nicht so viel abkriege. Das heißt, wenn sie da sind, die sind auf jeden Fall da. Oder? Ja, die sind da. Okidoki. Aufzug komme, schnell. Oh, fuck you. Zum Glück habe ich nicht mal drüber nachgedacht, gegen die zu kämpfen. Ich glaube, das wäre echt nicht gut gelaufen. Gegen drei Stück auf einmal, gegen diesen Weißen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gut finden würde. Okay. Bücherei. Au, Feuerwerkst. Das ist dann doch schon ein bisschen interessanter. Wer läuft hier? Ich höre hier irgendjemanden laufen. Schauen wir mal, wer da am Laufen ist. What the fuck, du kannst nicht laufen, du hast keine Beine mehr. Oh, oh, oh. Oh. Ja, das findest du witzig, ja? Oh. Okay, das kam unerwartet. What the fuck? Was ist das denn bitte für ein... Will ich jetzt gegen die Riesenbiene kämpfen? Was war das denn gerade eben, bitte? Okay. Nichts. Ah, nichts wirklich Interessantes, aber hier. Da kann ich weitergehen. Komm schon. Gott, es ist hier so eng. Oh ja, es ist so eng, dass er sich durchquetschen muss. Aber so, wenn er sich so durchquetscht, dann kann... Wow. Hi. Fuck it. Massive Feuerwerks in dein Gesicht.
Okay, die ist down. Ja, okay, ich meine, nach einer Feueraxt, das ist einfach ein Argument, nachdem du keine Zähne mehr hast. Ganz klar Totschlagargument. Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ein Totschlagargument. Okay, das kann ich bewegen. Das kann ich hier machen, kann ich hier weitergehen. Okay, ich höre strange Geräusche. Da geht's auf jeden Fall in die Bibliothek dann wirklich rein. Okay, was ist hier so versteckt? Was ist hier so interessant? Gibt es irgendein Dokument oder vielleicht eine Waffe sogar? Oh mein Gott, eine Waffe für mich? Nein, keine Waffe für mich. Ah, die ist doch nicht lächerlich. Warum sollten die mir eine Waffe geben? Nee. Absolut gar nichts hier. Dieses. Naja, von mir aus. Dann wollen wir uns mal die Bibliothek angucken. Ist das... Ja, das ist die Karte von der Bibliothek. Sehr, sehr gut. Lager, Fahrstuhl... Okay, das ist dann noch ein bisschen größerer Bereich, die Bibliothek. Psst. Das ist eine Bibliothek. Wir müssen flüstern. Kannst du nicht die Tür zuknallen, Mann? Bist du bekloppt? Ist mir doch egal, ob du Batman bist. Oh, oh, Batman. Ja, jetzt hätte ich gern Batman an meiner Seite. Der mir hilft, diese Viecher zu verkloppen. Nee, ich bin nicht interessiert an einem Stuhl. Absolut nicht. Das klingt irgendwie nach was Großem, Mann. Wow. Oh! Holy shit! Du Arsch! Scheiße, Mann. Es ist hier nicht mal wirklich arg dunkel und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich gerade furchtbar hier drin. Zusätzliche Hinweise aufdecken. Ach, schau mal an. Was ist denn das hier? Zivilisation der Klassik. Rom war die Zeremonie bekannt als... Vorzeichenlesung. Mittelpunkt dieser Praxis war der Wahrsager, ein Priester, der das Verhalten und die Bewegung der Vögel studierte und daraus einen Willen der Götter ablas. Für eine bestimmte Zeit wurde Krieg, Politik und Handel durch diese spezialisierten Priester bestimmt. Aha. What the fuck? Zivilisation der Klassik. Oh, eine andere Art spezialisierter Priester im alten Rom war der Haruspex. Im Gegensatz zu Augur, der die Zukunft durch die Beobachtung von Elementen der Lebenden natürlich zur Welt sehen glaubte, machte der Haruspex seine Prophezeiung durch Opferung von Tieren, besonders Vögeln und Schafen. Diese Tiere wurden vor ihrer Schlachtung üblicherweise im gesegneten Wasser gereinigt, dann wurden Leber und Innereien entfernt und die Zukunftszeichen untersucht. Es war ein Haruspex namens Titus Vestritius Spurina, der Julius Caesar vor, ja, nächste Seite. Oh, es gibt keine nächste Seite, wie es aussieht, ja? Okay, von mir aus. Hä? Nee, jetzt mal ernsthaft. Kannst du nicht weiterblättern? Nope, man kann nicht weiterblättern. Dann war das wohl echt die letzte Seite. Priester, natürlich. Oh, Dude. Römer, natürlich. Tiere töten und die Zukunft rauslesen. Na, sehr gut. Na, also ich sehe jetzt mal in die Zukunft. Also der wird morgen nicht leben. Definitiv nicht, nein. Oh mein Gott, du bist so klug. Stimmt jedes Mal, wenn du es prophezeit. Ja. No shit, Sherlock, wenn man sich selber belügt, ist es auch einfach. Was zum Teufel hat denn gerade diese komplette Brücke da zum Brechen gebracht? Oh, dude, what? Was ist das da vorne schon wieder? Alter, was ist das denn? Looks like somebody has specific taste in entertainment. Ah, es ist eine fucking Sexpuppe. Okay. Ich hatte Angst vor einer Sexpuppe. Naja, okay.
Wer will denn mit so einem creepy Ding bitte? Oh Gott, das will ich mir gar nicht vorstellen. Na, 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 na. Gedanken aus meinem Kopf raus. Niemand würde jemals mit so einem Ding, oder? Ah. Scheiße, das. Nö. Das ist mal eine extrem creepy Sexpuppe. Ich hätte nicht mal Hautfarbe. Ich meine, what the fuck? Ist das speziell für Nekrophile hergestellt worden, das Teil, oder? Ah. Aha, okay. Hier ist noch immer Blutspritzer oder Flüssigkeit. Du bist dieser Bullshit, der diesen Sound macht. Na, dann komm auch. Komm schon. Ich habe keine Lust in so einem... Ja, auf was wartest du jetzt? Nö, so sehe ich gar nicht erst ein, weiterzugehen. Naja, egal. dann halt nicht. Wenn sich nicht mit ihm einigen kann, dann pff, Pech gehabt. Oh, schieben wir das mal an die richtige Stelle. Der wird mir wahrscheinlich direkt ins Gesicht springen, wenn ich da hochklettern sollte jetzt. Hab ich recht? Ich höre ihn doch schon. Ich höre ihn doch schon. Komm schon, von wo springst du raus? Oh, what the fuck, was war das? Oh, Murphy, 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 in was sind wir hier reingeraten, Jesus Christ? Oh, ist nur ein Vorhang. Okay. Was in Gottes Namen ist hier gerade rumgerannt? Nope. Keiner verfolgt mich. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay. Sieht mir nach einem Rätsel aus hier. What the fu? Okay. Was ist das? Das möchte ich haben. Okay, das ist der erste... Ah, okay, erste Stockwerk hier. Verschlossene Tür, da geht's in Raum 208 rein. Wow, okay, also das ist wirklich nicht nur die Bibliothek im Prinzip, sondern da hängt noch viel, viel mehr mit dran. Prinz... Oh, shit. Ein riesen Areal im Prinzip, wo wir uns hier befinden, was mit der Bibliothek zusammenhängt. Und hier scheint irgendeiner dahinter eingeschlossen zu sein. Okay, gut, okay, dann müssen wir uns das mal anschauen. Wir brauchen hier auf jeden Fall drei Ziffern oder drei, was auch immer, die wir hier angeben können. Ja, das sind nur römische Ziffern, oder? Jupp, drei Ziffern, um diese zu öffnen. Ich bin mal gespannt, ob wir die beim nächsten Mal finden und ja, rausfinden, was für ein creepy, komisches Viech sie hier rumtreibt. Ich bin echt mal gespannt. Bis dahin, haut rein.